Dynamo-Programms war ein Amerikaner, Kirsten DeWitt. Mensch, selbst der Name erinnert an ein böses Superhirn, nicht wahr? Wie konnte das bei einem Vorstellungsgespräch nicht negativ auffallen? Uns ist es nicht aufgefallen. Wie bitte? DeWitt, Kirsten hat in der Abteilung für Konzeptwaffen von Stark Industries gearbeitet. Dann hattest du ja diesen großen Sinneswandel und die gesamte Geschäftssparte aufgelöst. Er war einer der ursprünglichen Ingenieure für den Lichtbogenreaktor-Prototyp. Och, Mann. Es wird noch besser. Er kam dann in die Forschungs- und Entwicklungsabteilung, wo er an einem von uns fragwürdig und bedenklich eingestuften Projekt mit Codenamen Praten weiterarbeitete. Er weigerte sich, Ressourcen dafür einzustellen, woraufhin du ihn gefeuert hast. Woraufhin er bei AIM anheuerte, die ihn mit ihrem eigenen Ironman-Projekt betrauten. Sieht aus, als sei er denen auch nicht besonders negativ aufgefallen. Verdammt. Pepper, ruf die Anwälte an. Dieser Mann verstößt klar gegen seine Mitbewerberklausel. Außerdem will ich seine Abfindung zurück, plus Schadenersatz. Jawohl, Sir Dr. DeWitt. Wir sind dem Zeitplan sogar voraus. Der Reaktor ist kurz vor der Fertigstellung. Ausgezeichnet. Wir werden uns Stark bald vornehmen. Verstanden, Sir. Ich kümmere mich darum. Oh Mann, ist das ein Riese. Was als Praten begann, wird zu Ultimo. Das erste selbstreparierende, selbstreplizierende Waffensystem. Oh oh. Heute werden wir das System mit einer vollbewussten Mensch-Maschinen-Intelligenz verschmelzen und eine neue Spezies werden. Und es ward Licht. Sir, Dr. DeWitt, hören Sie mich? Sind Sie... Ich bin wach. Ich höre alles. Mein Nervensystem erstreckt sich über unsere gesamten globalen Subnetze. Mein Geist umfasst ganze Kontinente und wächst über das gesamte Datennetzwerk hinaus. Projekt Ultimo ist ein voller Erfolg. Sofort alle Einheiten mit Praten-Implantaten aufrüsten. Das Ende von Tony Stark ist nah. Die Operation Morgendämmerung wird ausgeführt. Du wolltest mich sprechen? Ja, Projekt Praten. Pikotechnische regenerative Artillerie mit einem sich taktisch entwickelnden Netzwerk. Intelligente Maschinen. Auf atomarer Ebene regenerieren oder modifizieren sie das, wofür sie gebaut wurden. Zum Zeitpunkt, als ich das Programm einfrieren hab lassen, hieß das Waffen. Wir müssen ihn aufhalten. Wie hast du diesen Ort gefunden? Sie spricht im Schlaf. So. Du weißt schon, wie wir reinkommen? Darum habe ich mich gekümmert. Hab mir das IMGUN-Chip 826 mit den passenden Landecodes ausgeliehen. Wann geht's los? Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Iron Man. Ich bin Marv und wir sind jetzt wieder im Hauptquartier. Wir können jetzt hier noch ein paar Daten ausgeben. Wir haben jetzt 170, das ist eine ganze Menge. Schauen, wir könnten eigentlich auch noch andere Munition kaufen. Sich in der Nähe der Einschlagbank betäubt sie. Na, ich warte damit nochmal. Nahkampfprogramme brauchen wir nicht. Waffenentwicklung wäre nicht schlecht. Ich will jetzt hier auf jeden Fall den Geschosswerfer nochmal ein bisschen aufpumpen. Weil den benutze ich ja sehr, sehr oft. Jetzt habe ich immer noch 90.000. Den Laser, den ich mir in der letzten Folge gekauft habe, der hat noch nicht so wirklich was gebracht. Kühlungs- und Drehmechanik, daraus resultiert eine stark verbesserte Feuerrate. Okay, für alles andere brauche ich mehr Punkte. Ich könnte einfach sparen und beim nächsten Mal einfach einen der teureren kaufen. Ich weiß aber nicht, wie viele wir jetzt dazu bekommen. Ich schaue mal, was ich noch machen kann. Nee, das ist nur das. Den kann ich noch machen. Dieses Modul steigert die Kühlungs- und Drehmechanismen. Daraus resultiert eine stark verbesserte Feuerrate. So, mehr pimpen geht nicht. Schauen wir nochmal, was wir machen können. Mission, die Anzugkonfiguration. Da bin ich immer noch nicht ganz durchgestiegen. Ich kann nur den Anzug konfigurieren. Ich hatte ja noch einen Laser, aber die anderen Sachen kann ich noch nicht so machen. Gehören jetzt auch als Waffe eingesetzt werden. Irgendwie kann ich diese Dinger noch nicht aufwerten. Schauen. Den habe ich jetzt auf jeden Fall ja aufgewertet. Aber warum die anderen leer sind? So, da kann ich den Waffentyp ändern.
Gehe zur Waffenfertigung, um diese Waffe mit einem neuen Munitionstyp auszurüsten. Achso, das ist nur der Munitionstyp. Munitionstyp will ich nicht. Kampfdinger brauche ich auch nicht. Bleiben wir dabei. Ach, da ist es. Das habe ich übersehen. Verdammte Axt. Ja, das kann ich noch gar nicht machen, oder? Ach, hier. Das ist ja cool. So. Peace and Rule. Stark verbesserte Feuerrate. Ist nicht kompatibel. Ist nicht kompatibel, okay. Aber womit das kompatibel ist, ist bestimmt der hier. Den kann ich jetzt nämlich aufrüsten. Schau mal, den Munitionstyp. Habe ich nur den. Und unten kann ich jetzt hier noch die Kühlungsfeuerrate erhöhen. Eine Waffe vor dem Nachladen länger abgefeuert werden kann. Oh, warum ist das nicht kompatibel? Bitte. Immerhin geht das. Man muss sich richtig da jetzt beschäftigen mit, damit man irgendwie klarkommt, was ich jetzt alles an meinen Waffen verbessern kann. Das soll es erstmal gewesen sein, sonst ist die Folge jetzt hier schon wieder eigentlich nur irgendwelche Sachen verbessern. Wir haben die nächste Mission, Praten. Ich werde jetzt mal mit War Machine losziehen. Ich habe es jetzt immer nur Tony gespielt. Dies ist eine Folge für War Machine. Man kann sie ja nun mal beide spielen. Das sollte man dann auch mal nutzen. James Rhodes. Schlüpft in den Anzug und wird jetzt hier mal ordentlich aufräumen. Ich hoffe, mit dem geht es ein bisschen... Oder ungefähr genauso gut. Nicht ein bisschen besser, wollte ich sagen, aber das wird es sicherlich nicht gehen. Wir gehen auf die Transporter los. Gleich sitzen wir hier fest. Feuerschutz! Zurück zu den Transportern und gegenseitige Deckung! Ja. Gunship an Zentrale, erbitten sofort. Tortige Landeerlaubnis auf Hängerdeck Delta, over. Oh, so ein Glück. Vergesst euren Auftrag 826. Ab jetzt evakuiert her. Ich verstehe nicht, Zentrale. Übermittle jetzt meinen Landecode. Vergesst das. Landerlaubnis erteilt. Halt! Ihr habt keine Drohnen an Bord? Nein, Sir. Keine Drohnen. Passt auf! Ihr fliegt in ein Kampfgebiet. Kommt mit scharfen Waffen. Ha! Das sieht ja leichter als erwartet. Na, es gefällt mir nicht. Helft uns! Feuer frei! Mit Vergnügen. Viel Glück, Jungs. Wir sehen uns am Treffpunkt. Jarvis, mach die Tür auf. Ich fange hier an. Rhodey, schau mal, was du unten findest. Verstanden. Jay, scanne nach Gebiet. Wir müssen uns beeilen. Kann es sein, dass wir jetzt hier eine ganz andere Mission spielen? Also die gleiche Mission, aber... Also eine ganz andere Art der Mission? Und dass Tony jetzt gerade die gleiche Mission macht und dann irgendwo anders unterwegs ist? Das wäre natürlich cool. Jarvis, etwas stimmt hier nicht. Wie sieht es bei dir aus? Es gibt mehrere Lichtbogenreaktorsignaturen. Die ganze Einrichtung ist mit Praten-Technologie ausgestattet. Sie passt sich an unsere Sensorsysteme an. Weitere Daten sind unwahrscheinlich. Schneller als Tony vorausgesagt hatte. Ist Praten auch für diese Meuterei verantwortlich? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Du klingst nicht so gut, Jay. Schalte in den sicheren Modus und... Und Schluss. Verbindung hergestellt. Sicherheitsmaßnahmen werden deaktiviert. Zugriff auf Lichtbogen-Tesseract-Bereich nur für automatisiertes Personal gestattet. Gegenmaßnahmen eingeleitet. So viel zu Tonys Hackfähigkeiten. Hackfähigkeiten? Oh, Leute, ey. Boah, wer sagt denn Hackfähigkeiten? Also, ich find die deutsche Synchronisation sowieso total schrecklich. Aber Hackfähigkeiten? Ich bitte dich. Hier.
unsere Hackfähigkeiten auch beweisen. Und da jetzt irgendwie ganz cool durchlaufen. Rhodes hat sein Handy angelassen. Das geht auch nicht. Muss ich da überhaupt hin? Ja, da hinten muss ich irgendwo hin. Ah, wenn ich jetzt hier runter gehe, vielleicht noch ein bisschen nach links, nach hinten, sollte mir eigentlich nichts passieren. Erfolg freigeschaltet in der Falle. Das war jetzt nur nicht so schwer. Oh Mann. Oh. Kollege, ich kann auch in Nahkampf. So, da ist noch einer. Eine Drohne. So. Waffe dafür. Nehmen wir den. Das reicht mir aber langsam. So. Können wir eigentlich irgendwas aufmachen hier, das Ding vielleicht? Ja, können wir, aber bringt nichts. So, Reaktorraum. Wow. Jarvis, was war das? Braten, Infiltration, Anzug, Systeme, komprimiert. Meinen Anzug übernehmen? Kommt überhaupt nicht in Frage. Das Spiel kenne ich. Alle infizierten Systeme abschalten. Schalte dich selber ab, wenn es sein muss. Ich bringe uns hier durch. Flugsysteme infiziert, okay? Sturmbrecher 1, bitte melden. Ich sende das direkt. Colonel, wir haben uns doch bei diesem Einsatz ausdrücklich auf Funkstille geeinigt. Der Kampfraum hat sich verändert. Ich brauche die Skystyle-Funktion des Heliträgers. Und wo bitte soll ich das Ding abfeuern, Soldat? Ich gebe Ihnen gleich die Koordinaten. Mein Anzug ist schrottreich. Ja, das geht nicht und ich kann Tony nicht mehr rein. Alles wegen Protean. Ich habe das Lichtbogenreaktorfeld gefunden. Sie müssen es zerstören. Bereiten Sie den Angriff vor. Ende! Boah. Extra noch auf die Taste gedrückt, aber das hat nicht gereicht. So, den haben wir auch. Ich dachte, das Flugsystem ist infiziert. Schau, wie gut das noch geht. Return to Sender. Die gehen alle zurück. Alle zurück. Alle. Hier, das ist einer mit der Shotgun. Wo ist der andere? Der ist auch schon platt. Wow. Was war denn das jetzt? Vielleicht da oben zu nah dran? Dazu. Also der hat eine ganz tolle Kombination zwischen Shotgun und Nahkampf. Das ist richtig gut. Oh, 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 oh. Nicht so, mein Freund. Der spielt sich auf jeden Fall sehr viel lustiger als der andere. Der Iron Man. Oh, oh, hallo. Kann der nicht mal hier irgendwie einen anvisieren, der auch direkt vor ihm ist? Jetzt kriegen wir aber mächtig auf den Sack hier. Was geht ab? Mal auf jetzt hier. Stopp!
Stoppe das Anvisieren. Bringe dich in Sicherheit. Warum kann ich nicht schießen? Die haben meine Kanonen demontiert. Nee. Muss ich mal zusehen. Ich kann sie auch nicht wechseln. Ich kann keine der Kanonen jetzt verwenden. Wir müssen nur einen Nahkampf machen. Das erklärt einiges. Warum das nicht geklappt hat. So, du bist der Nächste. So, den haben wir auch. Den Kollegen knocken wir auch. Wunderbar. Generator wird zerstört. Sturmbrecher 1, ich sende jetzt die Koordinaten für den Angriff. Wir sehen Sie, Colonel, aber Sie sind gefährlich nah am Ziel. Schnell umprogrammiert. Das ist ein sehr deutliches Signal. Colonel Rhodes, Bericht. Colonel Rhodes, Bericht. Notfallteams, auf Einsatz vorbereiten. Es gilt... Nicht nötig, Sir. Mir geht es gut. Wiederhole. Feldkraft aktiv und bereit. Scans zeigen, dass meine Prateninfektion durch den Heliträgerangriff neutralisiert wurde. Da der Jarvis-Code noch inaktiv ist, könnte ich auch falsch liegen. Verstanden? Verstanden, Soldat. Denken Sie daran, dass sich Iron Man Ihres Zustands noch nicht bewusst ist. Roger. Aktiviere das SenseNet so bald wie möglich. Bis dahin geht die Mission weiter. War Machine, Ende. Jay, bist du da? Ich komme allein nicht klar. Guten Morgen, Mr. Stark. Nein, Jay, ich bin's. Mach schon. Neustart. Die Störung durch Praten muss doch mittlerweile... Scan. Ich empfehle eine volle Diagnose, ehe der Vorgang fortgesetzt wird. Bist du so ein großer Typ? Stark. Geh in den Schlafmodus. Den haben wir. Alle ausgeschaltet. Aber wie es weitergeht, sehen wir es in der nächsten Folge von Let's Play Iron Man mit Marv. Bis dahin, Servus.